Ich wollte Ihnen nämlich noch ein paar typische Ansätze der Medienpädagogik vorstellen und, by the way, das passt dann auch ganz gut, auch so einen Blick in die Historie unternehmen. Die Historie in die Medienpädagogik geht nicht so weit, also wir reden da von mal nicht mal knapp 100 Jahren, aber wenn wir uns die Ansätze anschauen, dann wird auch deutlich so im Blick durch die Zeit, dass es so unterschiedliche in den jeweiligen Zeiten Menschenbilder gab, Vorstellungen, wie Gesellschaft funktioniert und die entsprechend dann auch ein Verständnis dafür geben, warum diese oder jener Ansatz genau in dieser Zeit entstanden ist. Vielleicht fragen Sie sich aber zunächst mal, was ist überhaupt ein Ansatz? Und ausnahmsweise, wirklich ausnahmsweise, großes Ausrufezeichen dazu, kann man mal den Ansatz auch wortwörtlich verstehen. Das heißt also, das ist etwas, das an etwas anderes andockt, an etwas anderes gesetzt ist. Und hier ist gemeint, dass wir auf der einen Seite Theorien, Vorstellungen, Modelle haben und auf der anderen Seite eine Praxis. Also im Prinzip das, was Sie gerade gemacht haben in der Murmelgruppe, sozusagen Sie haben theoretisch, Sie haben sozusagen die Theorie genommen, die ich Ihnen gezeigt habe, und haben sie versucht, in die Praxis zu übertragen. Und das genau ist ein Ansatz. Das heißt also, wenn man jetzt auf medienpädagogische Ansätze blickt, dann ist das immer auch ein Blick in die Vergangenheit, in die Geschichte der Medienpädagogik, weil nämlich immer der Ansatz spiegelt immer auch Vorstellungen von Gesellschaft, das jeweilige Menschenbild wider. Ja? Machen wir mal ein Beispiel. Also wenn ich davon ausgehe, dass Kinder und Jugendliche, so heißt das in der Literatur, Mängelwesen sind, das heißt also, Kinder und Jugendliche bestimmtes Wissen und Können noch nicht haben, dann muss ich sie, wenn irgendeine Gefährdung von außen droht, schützen. Und so erklärt sich natürlich ein bewahrpädagogischer Ansatz. Das heißt, wenn ich davon ausgehen kann, das Kind kann sich noch nicht selbst schützen, dann muss ich es tun. Und ich bin wahlweise Eltern, Lehrer, Kirchen und so weiter. Diejenigen, die typischerweise schützen. Und so erklärt sich ein bewahrpädagogischer Ansatz. Und mit dem würde ich jetzt beginnen bei der Vorstellung. Schauen wir uns ein paar Ansätze an. Normativ bewahrend ist der erste. Jetzt kann man sagen, na gut, gerade so vor 100 Jahren war das Medienangebot ja noch verglichen zu heute relativ überschaubar. Aber die Idee, dass man Kinder und Jugendliche, ganz allgemeine Menschen, vor schädlichen Gedanken gut schützen muss, die gab es schon vor 100 Jahren. Und eigentlich streng genommen beginnt die Bewahrpädagogik sogar noch ein bisschen früher, nämlich in der Antike, als das erste technische Medium, Sie wissen es noch, die Schrift erfunden wurde. Und das ist eine Geschichte, die Sie bei Platon finden, und zwar im Phaidos finden Sie diese Geschichte. Und da lässt er vor der Schrift warnen. Ich lese Ihnen das mal vor. Als er aber auf die Schrift kam, da rief Teut, der Gott Teut, gleich: König, wenn deine Ägypter, also dein Volk, die Schrift lernen, dann werden sie weiser sein und ein besseres Gedächtnis haben. Mit der Schrift habe ich ein Mittel für beides gefunden, die Weisheit und das Gedächtnis. Und der König erwiderte dann: Oh, du überaus kluger Teut, eine Kunst zu erfinden und den Nutzen und Schaden zu berechnen, die aus der Kunst für denjenigen entspringen, der sie üben will, das ist nicht dasselbe. Du bist der Vater der Schrift und aus Liebe zu deinem Kinde erwartest du von ihm gerade das Gegenteil dessen, was es geben kann. Also er hat die Schrift erfunden und sozusagen bezeichnet er, als das ist praktisch dein Baby, die Schrift. Ja? Wenn die Schrift gelernt haben wird, in dessen Seele wird zugleich mit ihr viel Vergesslichkeit kommen. Denn er wird das Gedächtnis vernachlässigen. Im Vertrauen auf die Schrift werden sich nun alle Menschen an fremde Zeichen und nicht mehr an sich selbst erinnern.
Teut, du hast ein Mittel für die Erinnerung und nicht für das Gedächtnis gefunden. Teut, du bringst deinen Schülern den Schein der großen Weisheit, nicht die Wahrheit. Das heißt, deine Menschen werden jetzt viel, sehr viel lernen, aber alles ohne zugleich darüber eigentlich belehrt zu werden. Die Menschen werden dir jetzt viel zu wissen meinen, während sie nichts wissen. Sie sehen also, sogar, also was heute an typischen Medien unseres alltäglichen Lebens kritisiert wird, das wurde im Phaidros schon in Bezug auf die Schrift kritisiert. Da wurde kritisiert, dass die Schrift etwas ist, was nur die Erinnerung stützt, aber das Gedächtnis der Menschen nicht bessert. Weil man ja sozusagen das auslagern kann, da muss man sich nicht mehr merken. Und ein bisschen so erinnert das ja fast an die Spitzer-Thesen. Ne? Wenn man sich die Nummern nicht mehr merken muss, dann verdummen wir alle. Digitale Demenz, einige von Ihnen haben es vielleicht gelesen, kennen vielleicht die Thesen daraus, ist im Prinzip genau das. Ja? Weist genau darauf hin. Und jetzt muss man sich retrospektiv fragen, hat uns die Schrift wirklich einen solchen Schaden bereitet? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es in Bezug auf andere Medien ähnlich. Man weiß es. Das heißt also, was ich damit sagen will, mit diesem Beispiel, ist, es gab also immer schon Bestrebungen, Menschen vor Medien zu schützen, und sei es auch die Schrift, ja, im Besonderen diejenigen, denen man die Fähigkeit abspricht, sich in irgendeiner Weise selbst zu schützen. Wenn Sie in die Literatur schauen, werden Sie auch sehen, es waren nicht nur Kinder und Jugendliche, die man vor Medien schützen wollte, sondern vor allem auch Frauen, die man vor Medien schützen wollte. Denken Sie zum Beispiel hier an diese Literatur, die Groschenromane, die um die 1900 aufkamen. Und da hatten natürlich diejenigen, die die Welt damals im Wesentlichen bestimmten, Männer, kein besonders großes Interesse daran, dass Frauen sich neben ihrer Hausarbeit, das war ja ihre eigentliche Tätigkeit, dann noch mit solchen unwichtigen Dingen beschäftigen. Ja, darum ging es eigentlich. Also weniger um die Medien, sondern darum, dass sich die Frauen vielleicht von ihrer eigentlichen Arbeit abheben. Ja. Das ist vielleicht auch eine Angst, dass derjenige, der liest, in die Ehe wirklich wird? Aber natürlich. Aber ganz wesentlicher Punkt. Und das erklärt auch, wenn Sie so in der Historie, gerade bei Lehrerinnen und Lehrern, zurückschauen, Lehrerinnen und Lehrer waren gerade in der, sagen wir vor 150 Jahren etwa, 200 Jahren, diejenigen, die alles Wissen vereinen. Also das heißt, wir hatten ein Informationsmonopol. Und dann kamen die Zeitungen auf. Und wer warnt vor den bösen Zeitungen? Die Lehrerinnen und Lehrer. Heute können wir da ganz entspannt schauen, heute können wir mit Medien ganz entspannt umgehen und können sagen, Medien sind in unserer Lebensrealität und bedrohen uns Lehrerinnen und Lehrer. Aber damals war es tatsächlich eine Bedrohung. Ja, vollkommen richtig. Genau. Man könnte noch viel dazu sagen, beim Thema Medienschutz und Jugendschutz werden wir das auch tun. Sie haben noch eine Ergänzung? Ja, ich habe nur den Gedanken gehabt, was da schon geschrieben hat, kann man das nicht so ein Stück weit auch parallel sehen zu dem, was Aristoteles für die Jugend gesagt hat. Ja. Die Menschheit ist auch noch nicht untergegangen. Ja, genau. Ja, Sie weisen darauf hin, dass die Jugend komplett verkommen ist, das sagt Aristoteles vor 2000 Jahren. Und im Prinzip hat sich daran nichts geändert. Ne? Also eigentlich müsste man, sind es ganz andere Motive, die dahinter stehen. Genau. Ja, vielen Dank. Also um 1900 kamen dann Groschenhefte auf. Es gab Lichtspielhäuser, wie das damals hieß, heute Kino. Und Lehrerinnen und Lehrer, genauso wie die Kirchen, sahen eben mit diesen Heften und auch dem Kino eine Gefahr für die Reizüberflutung, Persönlichkeitsverformung, sie haben das wirklich so genannt, und wollten dann die Kinder und Jugendlichen vor schädlichen Auswirkungen schützen. Und ich finde immer spannend, wie häufig sich die Geschichte wiederholt. Das Aristoteles-Beispiel hatten Sie ja gerade gehört. Und entsprechend haben dann die Pädagoginnen und Pädagogen und auch die Kirchen entsprechend Organisationen, Angebote organisiert, die ein Gegenprogramm bieten sollen. So kam es beispielsweise zu einem Reichslichtspielgesetz von 1920. Und das
kann man aus heutiger Perspektive durchaus als einen Vorläufer des Jugendmedienschutzes sehen. Ich würde das jetzt nicht weiter vertiefen, weil wir nämlich nochmal, wenn es um Mediensozialisation geht, das ist, glaube ich, die 5. Sitzung, da kommt der Dr. Junge hierher und erzählt was über Mediensozialisation und Jugendschutz und dann wird das nochmal ein bisschen deutlicher ausgeführt. Nur um sozusagen die Ansätze rund zu bekommen, schauen wir nochmal kurz in die präventiv aufklärenden Ansätze. Sie wissen, wer in Geschichte Acht gegeben hat, weiß, dass dann in Deutschland und in ganz Europa eine sehr dunkle Zeit kam und nachdem eben dann Medien im Dritten Reich primär für Propaganda missbraucht wurden, da gehört zum Beispiel das Radio dazu, entwickelte sich dann ab 1945 dann eine präventiv und aufklärende Pädagogik, damit eben diese Instrumentalisierung, wie sie im Dritten Reich stattgefunden hat, dass eben einzelne Medien so nutzen konnten, um ein ganzes Volk zu instrumentalisieren, nicht mehr wiederholen konnte. Das war so die Zielgebung dahinter. Und in dem Moment entstanden die schulische und die außerschulische Filmerziehung. Und man könnte sagen, und viele sagen das auch so, dass das so die Anfänge der heutigen Medienpädagogik waren. In dem gleichen Zuge gab es ja auch so bewahrpädagogische Strebungen, immer noch, auch in dieser Zeit, die sich zum Beispiel auch in einigen Organisationen und Gesetzen, die Sie heute noch kennen, dann wiederfinden lassen. Das ist zum Beispiel die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, FSK, kennen viele von Ihnen bestimmt, oder auch das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, das JÖSCH, oder das Gesetz zur Verbreitung jugendgefährdender Schriften und entsprechende Bundesprüfstelle dafür. Also da erkennen Sie wieder, trotzdem sozusagen die Zeit weitergegangen ist, eher bewahrpädagogische Ansichten. Und wenn man so jetzt noch ein Stück weiter geht in der Geschichte, dann kommen wir irgendwann in den 1960er, 1970er Jahren an und dann fand ein Paradigmenwechsel statt, der gerade für die Medienpädagogik eine ganz besondere Bedeutung hatte. Und richtungsweisend damals waren so Ansätze wie auf der Theorie des symbolischen Interaktionismus, vielleicht schon mal gehört, aufbauen und die, mal kurz gesagt, sozusagen in dem Menschen nicht nur einen passiven Rezipienten sehen, also jemand, der sozusagen von Medien einfach im schlimmsten Fall ferngesteuert wird, der einfach nur wahrnimmt und sozusagen das passieren lässt, ja, sondern und damit auch ein Opfer von Medienwirkung, sondern eben aktiv handelnde Subjekte, also die selbst entscheiden können, was nämlich war, wie nämlich es war und das entsprechend dann reflektieren können. Das heißt also Subjekte, die in der Lage sind, sich mit ihrem eigenen Medienhandeln auseinanderzusetzen. Und dann kam in dieser Zeit mit diesem Paradigmenwechsel kam auch die technische Entwicklung zugute, die wir heute ja noch mal weiterschreiben. Denken Sie beispielsweise, kennen viele von Ihnen vielleicht noch aus der Kindheit, Kassettenrekorder oder Videogeräte, Kameras. Das heißt also, man konnte nicht nur Medien wahrnehmen, Radio hören, sondern man konnte zum Beispiel mit dem Kassettenrekorder auch Radio machen oder auch mit der Videokamera selbst Filme erzeugen. Und in der Jugendarbeit ist das entsprechend, gerade in der außerschulischen Arbeit, ist das sehr eingeschlagen, gerade das aktive Tun, das Selbsterleben, das Selbsterfahrungen sammeln und das nennen wir in der Medienpädagogik die Handlungsorientierung. Und wie wird es auch noch etwas tiefer gehen, wenn es um das Lernen und Lernen über Medien geht und auch im Kontext von Inklusion, Empowerment, da wird es auch noch mal ein bisschen stärker um die Handlungsorientierung. Da wird Ihnen das wieder begegnen. Das heißt also ganz kurz gesagt, jetzt für die orientierende Veranstaltung können Sie sich merken, es geht eben nicht nur darum, Medien zu konsumieren, sondern eben auch aktiv zu gestalten, zu produzieren und eben dann diesen Prozess auch zu reflektieren, um darüber ein entsprechend besseres Verständnis über Medien zu bekommen. Anfänger der handlungsorientierten Medienarbeit gehen aber sogar bis in die 1930er Jahre zurück. Da beispielsweise, vielleicht haben wir von der Radiotheorie von Brecht schon was gehört, oder auch vielleicht sagt Ihnen der Begriff der Arbeiterfotografie etwas. Der Arbeiterradiobewegung, wenn nicht, googeln Sie mal nach, gucken Sie bei Wikipedia, da finden Sie noch ein bisschen mehr dazu. Also einfach so mal
Und da sind so die Anfänge der Handlungsorientierung. Theoretische Konstrukt, deswegen hier nur ganz kurz, wir machen das beim Thema Inklusion und gehen noch ein bisschen genauer. Theoretische Konstrukte sind authentische Erfahrung, kommunikative Kompetenz und handelndes Lernen. Und in der außerschulischen Arbeit ist die Handlungsorientierung sehr stark und was gerade aktuell passiert und was mich persönlich sehr freut, ist die Handlungsorientierung auch in Schule gerade auch zunehmend. Gerade in dem Moment, in dem zunehmend angefangen wird, auch über Schule nachzudenken, wie können wir Schule weiterentwickeln, wie können wir Schule auch verbessern, wie kann man lernen.